Willkommen bei Freddy Fazbear's Pizzeria, wo Fantasie und Spaß zum Leben erwachen. Lasst es krachen! Wenn du dieses Video siehst, bedeutet das, dass man dich als Freddys neuen Wachmann ausgewählt hat. Hallo? Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Okay, das ist ein ganz schön kurzer Teaser-Trailer, wobei das ja auch ein bisschen Sinn ist von dem Teaser-Trailer. Five Nights at Freddy's soll dieser Horrorfilm heißen, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 26. Oktober in die deutschen Kinos bringt und basiert auf einem Indie-Horrorspiel, in dem es darum geht, in einer Pizzeria zu überleben in der Nacht, weil dort diejenigen, die sich dort anscheinend befinden, von animatronischen Figuren, die sich dort befinden, angegriffen werden. Sieht jetzt im Trailer ein bisschen skurril aus, aber manchmal kommen aus so skurrilen Ideen auch ganz absurde Filme raus. Josh Hutcherson auf jeden Fall als einer der Hauptdarsteller mit dabei. Gucken wir mal auf einen ersten langen Trailer, falls uns der demnächst erwartet. Aber wie findet ihr erstmal die Idee, von der ich jetzt erzählt habe? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.